Facebook hauptsächlich, Instagram. Instagram, Snapchat, WhatsApp. WhatsApp sowieso, Facebook, Twitter. Facebook und WhatsApp. Facebook zum größten Teil. Soziale Medien. In unserer digitalisierten Welt sind sie mittlerweile unverzichtbar. Laut der GYM-Studie 2015 werden vor allem WhatsApp, Facebook und Instagram genutzt. Wo wir auch sind, was wir auch tun, unser Smartphone ist unser ständiger Begleiter. Doch wie sicher sind unsere Daten? Anwältin Johanna Feuerhake, Spezialistin für Urheber- und Medienrecht, weiß mehr. In den AGBs vieler Social Medias werden umfangreiche Nutzungsrechte eingeräumt. Ich glaube, niemand weiß, dass das so in den Facebook-AGBs steht. Und das ist das Problem. Ich gebe nichts Geheimes oder so preis. Und das, was ich preisgebe, kann man von mir wissen. Also ich habe da nicht so viel Angst vor Missbrauch oder so. Also eigentlich denke ich nicht wirklich speziell daran. Ob jung, ob alt, Gedanken um unsere Daten machen wir uns nur selten. Standort, Terminplanung, Interessen. Wir teilen unser ganzes Leben. Doch nicht nur Freunde können diese Inhalte sehen, sondern auch die Konzerne hinter den Plattformen speichern die von uns preisgegebenen Informationen. Hinterfragen wir die Datenschutzrichtlinien? Ist es oft schwer nachzuvollziehen, wofür unsere Daten eigentlich verwendet werden? Diese Undurchschaubarkeit störte auch Studentin Anja. Sie zog sich von Facebook und WhatsApp zurück. Ich habe mich im Februar letzten Jahres gelöscht, weil die neuen Datenschutzrichtlinien von Facebook rauskamen und mir da bewusst wurde, dass ich oder dass Facebook mit meinen Daten alles machen kann, was sie wollen. So. Mir geht es auch nicht um meine Daten an sich, also darum, dass ich irgendwie nicht will, dass das Bild irgendwer bekommt, aber einfach, dass ich ohne meinen Willen und ohne meine Zustimmung meine Daten benutzt und weitergegeben werden. Die größte Veränderung war, dass ich tatsächlich zu manchen Freunden so ein bisschen den Kontakt verloren habe. Das Gute daran ist aber, dass ich halt gemerkt habe, welche Freunde mich wirklich dabei haben wollen, weil die haben mir dann halt auch so geschrieben. Für diejenigen, die nicht ganz auf Social Media verzichten möchten, hat Anwältin Feuerhake folgende Tipps. Man kann an den gängigen Social Media nicht teilnehmen, ohne wahnsinnig viel Informationen an den Social Media Betreiber preiszugeben. Deswegen ist die Empfehlung, immer sehr wachsam zu sein und auch gleich bei den Einstellungen zu schauen, dass man minimal viele Informationen preisgibt, dass zum Beispiel eben das Profil vielleicht nur für Freunde sichtbar ist oder bestimmte Informationen nur für Freunde, und sehr genau aufpassen, welche Informationen man überhaupt teilt. Und vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, dass unsere virtuellen Freunde wissen, wo wir gerade sind, wenn wir uns die Zeit nehmen, mit unseren echten Freunden zusammen zu sein. Ja.